Versuchen wir mal, vielleicht mit dem Knackfrosch die Erinnerung von Plato zurückzuholen. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Hier. Erinnerst du dich daran? Den hast du mir gegeben. Jerry? Wo warst du denn? Hm? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Ha! Was ist nun? Hey! Noch so ein Stück. Was passiert hier? Wo ist Plato geblieben? Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Ach ja? Das glaube ich nicht. Er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Miesmistiger Mückenlehrer! Hey, das ist doch... verknollte Kartoffelnasenrotze! Vielleicht kann der mir ja helfen. Stimmt. Die Musik klingt auch wunderschön. So, neues Stück, neues Skript. Gucken wir uns das mal an. Es ist wahrscheinlich auch nicht besser. Im Band des Zarow, zweiter Akt. Wie viele Akte gibt's wohl? Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf. Schwachsinn. Hört auf zu leben? Ich glaube nicht. So, hier ist ein Kleeblatt im Gras. Hey, ein vierblättriges Kleeblatt. Es ist fest auf den Boden genagelt. Keine Chance, es rauszureißen. Fass mein Kleeblatt nicht an, du Heckespeter! Oh, tolle Beleidigung. Tja, du Kobold. Ich sehe hier auch schon wieder so einen Aufkleber von Zarow. Erst wolltest du Wünsche und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Niemals. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ich glaube nicht. Ende. Das werde ich nicht tun. Aber Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Hauch dein Leben auf. Das ist besser für alle. Also dieser Typ mochte mich ja noch nie, aber so, das geht echt zu weit. Irgendwie muss ich... Das ist doch der schönste Zylinder, den Jerry je gesehen hatte. Nee, den meine ich nicht. Das edle Leder, der feine Schnitt, die hochwertige Verarbeitung. Ja. Und vor allem die Tatsache... Ich meine die Zettel. Dass der Zylinder viel größer als Jerrys Modell war... brachte den dummen Jungen zum Verzweifeln und er sprang heulend von der Bühne und brach sich den Hals. Hättest du wohl gerne. Ganz klarer Fall von Zylinderneid. Nur diese Babylache dazwischen. So, wir haben hier noch Sandsäcke. Da baumeln Sandsäcke. All der Daus, das erinnert mich an den berühmten irischen Trollboxer Crondo McRusher. Stark wie 10 Bullen war der. Der hatte auch immer Sandsäcke bei sich an der Dicke zum Training hängen. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Was dann? 12-jährige Jungen, die er im Wald fing. Ja, bestimmt. So, können wir hier nicht wieder irgendwie an der Technik rumspielen? Ich meine, beim letzten Mal ging das doch auch so gut. Ist noch so ein Sandsack. Da ist der Nagel. Wieder so ein merkwürdiger Nagel. Der diesmal wirklich völlig harmlos und unwichtig für die Geschichte war. Ja, ja. Ach ja? Ja, klar. Ach ja? Ich komme sowieso nicht dran. Beim letzten Mal ist er ja einfach so rausgefallen. Habe ich den eigentlich mitgenommen? Ach, tatsächlich.
Wo kommt das Ding denn her? Der sieht aber seltsam aus. Ja, habe ich doch irgendwas übersehen? Naja, den Topf voll Gold. Hier ist ein Riss in der Landschaft. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Ja, bestimmt. Ich glaube nicht. Warte. Gleich. Gut, dass ich nicht unter deinem Bann stehe. Einen Moment noch. Du kannst mir nämlich gar nichts sagen. Schon Kopfschmerzen? Ein wenig, ja. Ich mach dann mal weiter. Dir werde ich's noch zeigen. Pass mal auf. Den Riss hast du bestimmt nicht gesehen. Komisch. Da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Dann versuchen wir doch mal, das mit dem Nagel aufzureißen. Okay, damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Sehr gut. Aha. Hebel, das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt vor Enttäuschung. Ganz im Gegenteil. Die sind doch bestimmt für irgendwas gut. So, also wir haben einen Hebel in oberer Position und einen runden Knopf. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? So was hätte ich von einem Schafsknuddler wie dir nicht erwartet. In der Tat. Niemand hatte Jerry so viel Bösartigkeit zugetraut. Okay, also der obere Knopf. Aber... zwei Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein mörderischer Plan funktioniert, besäße er das gesamte Gold. Wie niederträchtig. Und der modisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Ja, ja. Dieser Schuft! Zum Glück war ich auf der Hut! Hahaha. Das war genau mein Plan. Okay, was passiert, wenn ich den Hebel ein bisschen verstelle und jetzt nochmal drauf drücke? Geht ein anderer Sack runter? Aha. Weg ist das Kleeblatt. Nein! Autsch! Der schöne Klee ist ab! Tut mir leid. Upsi. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Aber hier kann ich jetzt immer noch nichts tun, okay? Kann man den noch runterstellen und dann drücken? Oh nein! Mein Gold! Mein Gold! Geschafft! Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha! Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Dreckiger Dieb! Ach, egal. Ja, die mögen mich doch eh nicht. Das ist doch scheißegal. Mein armes Gold! Mein Gold! Wenn die mich jetzt auch noch für einen Dieb halten. So, habe ich den Zettel entfernt, ja? Nur wertlose Plastikdubletten? Verdammt! Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten-Banshees! Das ist doch... Jerry, der junge Klempner! Hallo! Als hättest du mich aus meinem Wahn befreit. Mein Jung, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesen Irrsinn ein Ende zu setzen? Zaroff. Nein, 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 nein! Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Jung. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Nagel, Regen und Nebelschwaden. Ein schöner Regenbogen. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. Tja, da guckst du doof, ne? So,
dann können wir jetzt den Nagel hier rausziehen. Dank des wunderschönen Regenbogens. Plopp. Ah, und zack, ist er in meiner Tasche. Von wegen, ich will hier nur das Gold. Ich will deine Nägel. So, gibt's noch Akt 3? Oha. Hey, Kitsune. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Mhm. Gib endlich auf, du Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Geht's dir gut? Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Arme Kitsune. Oh. Will ich mir wirklich das dritte Skript jetzt auch noch angucken? Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zarov. Dritter Akt. Immerhin habe ich schon zwei überlebt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Autsch. Na, das wollen wir ja mal sehen. Gut, hier haben wir eine Glocke. Lauter! Das hat doch schon gut gebimmelt hier. Und wie? Dieses doofe Publikum, ey. Kitsune! Kitsune! Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Diese dämliche Statue. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Irgendwie muss ich die abkriegen. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Oh oh. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Verdammt. Und an den Nagel komme ich auch nicht, oder? Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ja, ja. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Verdammt. Ich bleib besser auf Abstand. Und ich bin jetzt schon zweimal nicht auf seine Lüge reingefallen. So, gibt's ja auch wieder irgendwelche verborgene Technik, die mir noch nicht aufgefallen ist. Kann ich denn vielleicht mit der Fuchslist den überwinden? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich kann den ja irgendwie nicht anklicken. Ich glaube hier... Kitsune, hörst du vielleicht dein Glöckchen? Warum hält er immer die Ohren zu? Törichter Junge,
Ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein. Ich hab's ja verstanden. Kann ich irgendwie die kleine Glocke an die große? Da passe ich besser gut drauf auf. Ja. Irgendwas muss ich doch hier mit der großen Glocke machen können, oder? Vielleicht kann ich den Ton aufnehmen? Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Oh, meine Ohren! Ha! Ich sollte es doch lauter machen. So, und jetzt hörst du jetzt auf dein Glöckchen, Kitsune? Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ja. Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Nein. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Aber Kitsune, hilf mir doch. Wir müssen nur diese Zettel loswerden. Und Jerrys Tonträger zersprang im Rucksack. Was? Super! Der Tonträger ist zersprungen! So ein Mist! Er ist zersprungen. Und was nun? Nochmal funktioniert das bestimmt nicht. Ich bin besser vorsichtig mit den Scherben. Ha, Scherben. Ich bin besser. Tja. Ich bin besser. Was mache ich denn jetzt damit? Ich bin besser. Verdammt. Wie kriege ich diese Plakate hier ab? Besser nicht. Lauter. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Was kann ich denn sonst noch tun? Ich meine, ich habe auch so ein Zaroff-Poster. Oder habe ich doch irgendwas übersehen? Wieso? Ich dachte immer, wenn das hier so blau leuchtet, kann ich mit denen reden. Aber hier mit der Statue kann ich... Oder muss ich... muss ich dafür erst diesen Zauber anwenden? Nee. Ich kann den ja nicht anklicken. Da flüstert wohl nichts. Das ist doch zum Verrücktwerden. Was mache ich denn jetzt? Diese Scherben bringen mir ja irgendwie gar nichts. Scheinbar. Ich bin besser vor... Ich bin besser vor... Kitsune! Geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Wir waren aber Freunde. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Das lasse ich nicht zu. Kitsune, hör nicht auf ihn. Er ist nicht er selbst. Er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Genau. Verwandel dich in einen Fuchs. Hui. Gut gemacht, Kitsune. Kleine Kitsune,
Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Na, Gott sei Dank. Ich muss dir danken, Mensch. Hey, kein Ding. Sei ihr ein Freund. Das werde ich. Und da fällt der dritte Nagel ab. Ich vermute mal, es gibt noch einen vierten. Denn wir haben ja 4 Zauber gelernt, 4 Portalbäume. 4-mal hat der Nagel. Na, das glaubt doch keiner. Nagel reingeschlagen. So. Ich vermute mal, dann kommt jetzt die letzte Folge.